Hallöle alle Lebensformen und Fans von God of War, die auf mein Video geklickt haben. Und weiter geht's mit Kratos Reise durch die nordische Mythologie. Und los geht's. Im letzten Part haben wir den zweiten Bruder kennengelernt, also den Bruder von Borg. Und er hat unsere Axt mal auch ein bisschen verbessert. Und da oben hängt eine Leiche. Und wir haben einen neuen Wurf gelernt, und zwar den hier zum Aufspalten. Den ich auf jeden Fall gleich mal unbedingt benutzen möchte. Da können wir hochklettern. Erstmal machen wir hier die Kiste up hier. So. Mal Hacksilber. Komm. Komm mal, Atreus. Sag mal, kommen wir dem Berg denn näher? Tun wir. Nicht bereit. Die ist abgehauen. Ja, das brauchen wir nicht. Ich hab Leben voll. Oh! Okay. Kronensymbol auf dieser schlichten Rüstung erhöht die Abklingzeit. Okay. Bringt das wirklich was? Ja. Ah, guck ich mir gleich mal an. Wie bin ich mit meinen Sachen? Ich bin eigentlich momentan mit meinen Sachen zufrieden, also. Da oben, was ist das eigentlich? Das kann ich noch nicht kaputt machen. Nee. Das kann ich noch nicht machen. Ach, da ist unser Sohn. Was sagen muss denn der Atreus? Mist! Hä? Ich hab... Boah, die Gegner sind richtig lästig. Ja, die sind echt richtig lästig, diese Gegner. Gott, ey. Ihr bestillt aber hinterlässt Giftpfeile in der Umgebung. Wenn Vater in diese Hand neidet, nimmt er Schaden und wird er vergiftet. Aha. Da sieht dieser Eden-Apfel ein bisschen aus Assassin's Creed 3. Oh. Da können wir gar nicht weiter.
Atreus, komm her. Könnte ich Sie das letzte Stück den Berg hinauf vielleicht tragen? Ich sagte nein. Warum? Mir bedeutete sie mehr als dir. Was? Ich meinte nur, ich verbrachte mehr Zeit mit ihr. Du warst so oft jagen. Du solltest jetzt besser still sein. Boah! Alles klar. Alles klar, Kratos. Ist okay. Also wenn der Spaltmove trifft, dann der macht Charme, wenn der trifft. Das war richtig. Oh, guck mal, wir sind ja schon näher dran am Berg. Ich glaube, ich lasse die Dinger mal ganz. Vielleicht kann ich die später mal gebrauchen. Oh, das sieht, das könnte ich da lang. Tatsache. Also die Rätsel sind echt cool in dem Spiel. Gefällt mir. Oh, wir haben einen neuen Runenangriff gekriegt. Ein schneller, sturmartiger Sprintangriff mit einem nachfolgenden Schlag. Kratos ist während des Sprints geschützt. Das können wir nur in die Leichen reinpacken, ist klar. Gucken wir uns den mal an, würde ich sagen, ne? Tja. Abklingzeit. Warte, wir gucken uns das mal kurz eben an. Wartet mal. Rüstung. So. Erhöht den Schaden aller Standardangriffe. Abwehr 1, Abklingen, reduziert die Wiederverwendungszeit von Runenangriffen, Beschwörungen und Talismännern. Ja, okay, das ist Schmutz. Das Ding ist Schmutz. Ich bin mit dem Ding eigentlich zufrieden. Was sagen die, kein Zauberplatz? Ich bin zufrieden eigentlich mit meiner momentanen Lage. Die haben auch keinen Platz für Dingens. Ja, genau hier, man kriegt einen Gesundheitsschub. Brauche ich nicht. Verkürzt die Fallnachlitzzeit. Also, ich habe mein Kampfsteam nach und nach mittlerweile gut gefunden, eigentlich. What?
Oh mein Gott, alles klar. Au. Boah. Alter Schwede! Jetzt halt die Klappe! Jawoll! Oh, nein, nein, nein! Jawoll, Kratos! Jawoll! Ein Ogre? Hier? Wer hat das hier gebaut? Der Kampf hat Spaß gemacht und sowas von, Leute. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, okay, da können sie sich selbst heilen, wenn wir also einen Angriff angreifen, sollten wir uns beeilen. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Okay, Leute, nach der Unterbrechung geht's wieder weiter. Symbol der Wahrheit, selten Zauber. Ein Zauber, der Stärke und Runenkraft um 3 erhöht. Bestarium. Ein Ogre. Ogre. Riesig, mächtig, wütend, aber zum Glück nicht sonderlich schlau. Der Ogre ist einer der hässlichsten Gegner, dem wir begegnet sind. Mit ihren gewaltigen Armen haben sie eine große Reichweite. Und wenn sie auf den Boden schlagen, erzeugen sie starke Schockquellen. Ja, den weicht man am besten aus den Schlägen, ey. Wo ist die Rune jetzt? Kann man das überall reinpacken? Ist das nicht egal? Ups. Ah, guck mal. Erhöht jetzt ein Zauber der Stärke und... Bin ich Level 1 ganz oben rechts? Sieht das nur so aus? Hab keine Ahnung. Wie gesagt, komplett alles habe ich noch nicht raus. Also mehr oder weniger komm ich mittlerweile eigentlich schon klar. Auch wenn ich noch nicht so viel rausgefunden habe. Das ist ein Move, den ich relativ gut benutze. Ne? Dann kaufen wir das mal. Wie gesagt, ich kaufe die Sachen so nach dem Kampfstil, den ich benutze. Das benutze ich eigentlich relativ oft und das auch mittlerweile. Pff.
Frostflamme legendär. Unmögliches Material, neben der Zorn der Flamme und die Härte des... Ah, können wir unsere Axt mit verbessern. Auf Frostflamme sammeln und Leviathan-Axt verbessern. Ah, cool. Zwei Stück haben wir. Also wir haben eine gefunden jetzt. Also der Kampf war richtig geil, Leute. Hat mir richtig gut gefallen. Richtig gut. Machen wir mal weiter. Ich bin auf jeden Fall echt einer, der weicht echt gerne aus, ne? Ja, anstatt zu blocken. Ja, ja, ich weich lieber aus. Das habe ich auch in Dark Souls auch schon mal so gemacht. Ich habe in Dark Souls nie ein Schild benutzt. Ich bin einer, der eher ausweicht und so lieber einen Kampfstil macht. Mit Ausweichen. Also immer schon Geschicklichkeit. Berggrund. Wir sind am Grunde des... Oh, das ist ein Gesicht. Wollte Mutter, dass wir sie hierher bringen. Jawohl. Was ist das denn hier? Ob Sinri weiß, dass ein Himmelsträger von Wurzeln umhüllt ist? Eher nicht. Wie will er ihn in Gang bringen? Das ist mir egal. Das ist mir egal. Aber gerade ist er immer noch the same attitude, das er damals hatte. Naja, der sich hat jetzt nicht verändert. Ist das Rauch? Er ist aber ruhiger geworden, das kann man sagen. Kratos ist ruhiger geworden. Warum bist du denn nicht mit? Bleib stehen, Junge. Oh, was ist das? Wir müssen woanders nach oben. Die Hexe. Wäre sie hier, dann kämen wir bestimmt weiter. Meine Magie ist gegen den schwarzen Atem machtlos. What the hell? Weg vorbei. Odin hat dafür gesorgt. Was tust du hier? Ich helfe euch, eure Reise zu beenden. Warte, die ganze hinter uns? Erst jetzt? Ich war damit beschäftigt, meinen Freund zu retten. Du erinnerst dich? Der schwarze Atem ist eine dunkle Art von Magie. Ich kann sie nicht bannen. Nur das reine Licht von Alfheim ist stark genug, sie zu durchbrechen. Ein sehr langer Weg. Was bedeutet euch das Ziel? Einfach alles. Folgt mir. Warum hilfst du? Ich bin euch wohl ähnlicher, als ich mir eingestehen will. Ist das vielleicht? Mache ich all meine Fehler wieder gut, indem ich euch helfe. Das ist Freya, oder? Odins Frau. Oder ich mag euch einfach. Und das mit deinem Freund? Trotz der Sache mit meinem Freund, ja. Wo müssen wir hin? Natürlich ist das Freya. Jenseits der euren. Freya ist ja auch bekanntlich ein Meisterin der Magie, ne? Ja, wie gesagt, das muss Freya sein. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. In eine andere Welt? Kommst du mit? Nur für eine kurze Zeit. Nur für eine kurze Zeit. Das Spiel läuft übrigens mittlerweile besser, ne? Ja, ich hab mal in den Mainboard-Einstellungen mal ein bisschen rumprobiert. Die CPU vielleicht mal ein bisschen so verbessern. Hat irgendwie auch so ein bisschen funktioniert. Gott, geht die Zeit schnell vorbei, ey. Kommt ein Kampf, oder? Warum kann ich gerade nicht rennen? Hab für Kopfschmerz irgendwas, oder? Wir nehmen das hier. Greitha. Geht nicht. Ist kaputt, sagt Sindri. Sindri? Der Zwerg am Fuß der Hügel. Er arbeitet noch daran. Als ich vorbeikam, war niemand dort. Vielleicht ist er fertig. Zwerge sind äußerst geschickt. Und nervtötend. Zumindest die zwei, die wir kennen. Das auch. Den musst du umlegen. Da, läuft. Die ist hübsch für einen Videospielcharakter. Tyrs Tempel liegt in der Mitte des Sees. Von dort aus reisen wir nach Alfheim. Zum Glück liegt er nicht mehr unter Wasser. Warum ist die Kreatur am See? Das weiß niemand. Eines Tages war sie da. Kurz darauf griff Thor sie an
und ihr langer Kampf war in allen Welten zu spüren. Er endete unentschieden und Thor kehrte mit leeren Händen zu Odin zurück. Aber da bin ich nur glücklich drüber. Die Schlange blieb und wurde so groß, dass sie nun ganz Midgard umspannt. Ha! Es stimmt! Seitdem hassen sie sich. Wenn Ragnarök kommt, werden sie einander töten. Glaubst du an Ragnarök? Ich wünschte, ich würde es nicht. Hey, Ragnarök, so heißt der nächste Teil von, also heißt der Teil, der vor kurzem rauskam. Ragnarök. Das ist in der nordischen Mythologie die Apokalypse. Also heißt die Apokalypse in der nordischen Mythologie. Weißt du, wir haben mit der Schlange gesprochen. Wirklich? Er übertreibt. Ich bin gut mit Sprachen, selbst wenn ich sie nie gehört habe. Die Schlange verstehe ich aber überhaupt nicht. Das kann leider niemand. Sie spricht eine tote Sprache. Oh. Klingt einsam. Muss ich irgendwas machen? Ach so. Vorsichtig. Hier entlang. Bist du sicher? Wir waren schon einmal hier und es wird kein Bikini. Siehst du? Ist das so? Ich zeige dir etwas. Schaust du zu? Ah! Riosta. Was? Es ist West! Alpenarchitektur. Meine Bogensehne war mit dem Licht von Alfheim getränkt. Sie kann jetzt die Magie der Alben erwecken. Moment, sie verschwindet nicht wieder, oder? Nicht solange das Licht frei scheint. Hier entlang. Ich will auch eine. Klettert schon mal weg. Was ist das für eine Magie? Von den Warnen. Aus Warnerheim? Du kennst es? Nur Geschichten. Mutter hat nicht viel über die Warngötter erzählt. Nur, dass sie immer Krieg gegen die Asen führen. Verglichen mit Odin und Thor sind das wohl die Guten. Es gibt keine guten Götter, Junge. Das habe ich dich doch gelehrt. Na, der Kakatos hat keine gute Erfahrung mit Göttern, obwohl der selbst einer ist. Tyrs Tempel, erbaut mit Hilfe der Riesen. Der große Tyr bereiste von dort aus die neuen Welten und wahrte so den Frieden unter ihnen. Sieht nicht besonders friedlich aus. Wo wir auch hingehen, werden wir angegriffen. Vor allem von toten Dingen. Die lebenden Toten werden immer zahlreicher. Früher einmal waren die Straßen und Wege voller Menschen. Jetzt sind alle fort oder geflohen. Außer den Häschern, die in einer solchen Welt überleben können. Also wenn wir es einfrieren, sollten wir zurückgehen. Backtracking gerade. Geht am Fuß dieser Treppe nach rechts. Ah, da war doch diese eine Stelle, wo wir nicht rübergehen konnten. Da, wieder ein Lichtkristall. Warte dort, während ich das Licht erwecke. Justa. Hat geklappt. Was machen wir genau? Die Schäden reparieren. Heb zuerst die Achse an. Schieb sie zurück an ihren Platz. Bring jetzt das Rad wieder zurück auf die Schiene. Perfekt. Jetzt schieb die Brücke die Schiene entlang. Wow, die komplette Brücke dreht sich. Wie kann sich die komplette Brücke drehen? Mann, du bist echt stark. Schieb immer weiter, bis die Brücke ihre erste Position erreicht. Schon müde? Nein. Er war schon immer sehr stark. Hä? Du bist noch nicht fertig. Du musst die Brücke bis ganz zum Ende schieben, damit der Mechanismus zurückgesetzt wird. Da, hä? Ach so, ich muss. Nee, hä? Welche Richtung muss ich drehen? Ich drücke nach vorne? Oder muss ich einfach nur nach vorne gedrückt halten? Ach so, ich muss einfach nur gedrückt halten. Ich muss den Stick gar nicht drehen, okay. Was die Toten angeht, jemand nannte sie
Fehlläufer. Aber was sind sie? Es sind arme, ruhelose Seelen, die weder Frieden noch Gerechtigkeit bekommen. Weshalb? Kann Wahnmagie Tote erwecken? Konnte sie einst. Doch dies ist kein Zauber. Diese Plage der Toten ist nur ein Symptom für eine Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Etwas oder jemand hat mit mächtigen Kräften herumgepfuscht. Das ist alles, was ich sicher weiß. Das ist perfekt. Kommt wieder rein. Wir sind jetzt bereit. Das war beeindruckend. Tut dir jetzt dein Rücken weh? Meinem Rücken geht es gut. Durch diese Türen. Haben die Riesen oder die Alben Tirs Tempel gebaut? Alle Völker haben bei seinem Bau geholfen. Es war der letzte Akt der Zusammenarbeit zwischen den Welten. Das war nicht geplant, das war nicht geplant. Deine Sehne leuchtet nicht mehr. Ihre Macht ist nun erschöpft. Es war nur noch wenig Magie enthalten und wir haben sie verbraucht. Dein Bogen, bitte. Sobald ihr das Licht von Alfheim habt, erfüllt die Sehne mit seiner Macht. Das ist wichtig. Als würdest du nicht mitkommen. Ich versuche es, aber es wurden Maßnahmen ergriffen, mich in Midgard zu halten. Warum? Die Götter halten nicht viel von mir. Willkommen im Club. Sind wir da? Es ist so dunkel. Dieser Tempel hat fast 150 Winter lang unter Wasser geschlafen. Nur das Licht des Bifrost kann ihn wieder erwecken. Der Bifrost, den kennen wir, den Namen kennen wir ja. Das ist der Weltenbaum. Die Wurzeln wirken nicht wie deine Magie. Sind sie auch nicht. Die Wurzeln sind Teil des großen Weltenbaums und ermöglichen die Reise zwischen den Welten. Tretet an den Tisch. Wie funktioniert es? Du brauchst das, einen Bifrost, um zwischen den Welten zu verkehren. Er speichert, bewahrt und überträgt das Licht von Alfheim. Platziere den Bifrost dort. Was jetzt? Warte kurz. Der Tempel erwacht langsam aus seinem tiefen Schlaf. Von diesem Raum aus. Und nur von hier aus könnt ihr von einer Welt zur anderen reisen. Was ihr hier vor euch seht, zeigt den Tempel, in dem wir gerade stehen. Sowie die Weltentürme, die draußen den See der Neun umringen. Ach so, das sind alle diese Türme. Welten existieren im selben physischen Raum, Spiegelbilder voneinander. Diese Türen, die Türme draußen und die neun Welten sind alle miteinander verbunden. Und bestehen gemeinsam auf den Ästen des Weltenbaums. Getrennt nur durch das Bifrostlicht von Alfheim. Dieser Ort kann dieses Licht bündeln und steuern. Ist das der Weltenbaum? Ein kunstvolles Abbild davon. Nein, Yggdrasil ist viel, viel mehr als das. Der Baum des Lebens ist mit dem Schicksal der Welt verbunden. Genauso sind wir es mit ihm. Der Baum nährt unsere Böden. Der Tau seiner Blätter speist unsere Täler und Flüsse. Der Existenz des Baums verdankt die gesamte Schöpfung ihr Dasein. Ich krieg grad so Gänsehaut, ne? Seine Lebensenergie bildet das Geflecht des Lebens. Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt. Jeder Strang geht über Raum,
geht über Zeit hinaus. Alles kehrt zum Baum zurück. Und so funktioniert es. Aber du warst wohl auf eine zweckmäßigere Antwort aus. Ja. Nun gut. Die Brücke, die ihr draußen verschoben habt, ist derzeit auf Vanaheim gerichtet. Dreh das Rad stattdessen auf unser eigentliches Ziel. Alfheim. Alter, wie groß ist das? Das Spiel ist riesig, oder? Welt nicht verfügbar. Odin hat den Zugang zu dieser Welt verhindert. Die Weltenrunde wird niemals funktionieren. Ihr müsst die Zielwelt auswählen. Moment, bewegt das die große Brücke draußen? Ja, das Rad dreht die Brücke und die Brücke richtet sich an den Weltentürmen draußen am See aus. Aber an diesem hier ist kein Turm. Und deshalb ist die Reise nach Jötunheim unmöglich. Ohne einen Turm zur Verbindung mit der Brücke kann die Sequenz nicht beginnen. Für jede Welt steht eine Weltenrune, die Brücke zu dieser Welt freischaltet. Ich gebe euch die für Alfheim. Jetzt könnt ihr euren Bestimmungsort eingeben. Wir sind bereit. Denkt immer an den Bifrost. Den dürft ihr nicht verlieren. Jetzt richtet sich die Weltenreisebrücke aus und die Zwischenwelt wird sich öffnen. Jotunheim, das ist der ja mit der Eisriesen, ne? Siehst du den riesigen Kristall? Jede Welt hat einen entsprechenden. Er konzentriert und verstärkt die Macht des Bifrosts und öffnet die Brücke zu jener Welt. Deshalb ist die Reise zu den Welten nur von dieser Kammer aus möglich. Was ist mit dem fehlenden Weltenturm auf dem See? Der Jötunheim-Turm verschwand vor über 100 Wintern aus allen Welten, als die Riesen aus Midgard verschwanden. Wo der Turm jetzt ist und wie sie ihn bewegt haben, ist immer noch ein Rätsel. Eine Welt, die seit unserer war. Klappt nicht. Wir sind noch hier. Folgt mir. Der Bifrost ist dunkel. Diese Reise war seine letzte. Ihr könnt erst wieder zurück, wenn er mit dem Licht von Alfheim erneuert wird. Also setzen wir fest. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte problemlos zurück nach Midgard kommen. Können wir dann den schwarzen Atem vertreiben? Mit dem eingefangenen Licht von Alfheim, ja. Okay. Neue und seid bereit, eine neue Welt zu entdecken. Willkommen in Alfheim, meine Herren. Meint ihr, ihr findet das Licht? Ich erkenne es kaum. Etwas stimmt nicht. Seht ihr die Lichtsäule am Horizont? Sie kommt aus der Mitte des Ringtempels. Dort ist, was wir brauchen. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt, noch was nicht. Ist los? Um die Bifrost-Magie herzustellen, müsst ihr ins Licht gehen. Doch passt gut auf, dass euch der Baum nicht schafft. Nein! Macht der Baum uns nicht was? Anbefasst? Berührt? Sie ist nicht tot, oder? Unwahrscheinlich. Komm. Ja, die ist einfach, sie hat ja gesagt, die ist an Midgard gebunden. Die wollte bestimmt wieder zurück nach Hause gesogen. Sieh dich doch mal um. Bleib bei mir. Fass nichts an. Oha. Alheim, cool. Aber ich würde mal sagen, in dem Part ist das genug passiert, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, all ihr Lebensformen und Fans von God of War. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir Alheim erkunden werden. Bis zum nächsten Mal. Tschö, euer Dankvirn.